Was? Hier wurde Anarchie ausgerufen, während ich weg war? Unerhört. Ich weiß jetzt übrigens auch, wer das ist, ja, der so einen starken Anspruch hat. Das ist ja der vorherige König. Den, deswegen hat er auch so eine schlechte Meinung von uns. Den, den wir eigentlich töten wollten. Und jetzt rettet er uns quasi. Versuchter Mord, minus 200, ja. Hey Platin. Also das ist jetzt mittlerweile der erwachsene Prinz Ehrenfried. Der, den wir ursprünglich töten wollten, der dann die Revolte hatte und der dann abgesetzt wurde. Und deswegen hat er jetzt auch einen starken Anspruch auf das Königreich. Okay, also ich werde den an den Hof einladen. Komischerweise kommt er auch noch an unseren Hof, was richtig gut ist. So, dann bekommt der von mir eine Provinz. Der bekommt den Stamm Katan... wobei, den wollte ich eigentlich behalten hier oben. Das Zeug wollte ich alles behalten hier oben. Bekommt er das hier drüben? Vista. Ja, er bekommt Vista hier drüben. Vergiss meine vorherigen Nachrichten nicht, sonst verlierst du deinen Hofkaplan noch. Die Roten sind ketzerische, unabhängige Herrscher, die du konvertieren kannst. Meinst du hier die Romuwaisch? Gib mal ihm schnell die Dings, sonst vergesse ich das wieder. Das war Vista, oder? Vista. Dann kommt Vista, da freut er sich bestimmt. Sehr gut. Aber immer noch nicht gut genug. Oh Gott, das wird so. Der wird jetzt König von England und kann uns halt überhaupt nicht leiden. Jetzt pass mal auf. Du hast gemeint, ich soll die konvertieren jetzt. Das wären die hier. Unabhängiger Herrscher. Nee, der gehört nicht zu uns. Aber die gehören doch gar nicht zu uns. Das sind doch keine Provinzen von uns. Das sind alles andere Nationen. Die Roten sind alles andere Nationen. Die Grünen können wir konvertieren. Ah, da braucht er bestimmt auch wieder ewig. Okay, also. Jetzt wenn wir mal schauen, jetzt müssen wir eigentlich den Anspruch haben. Krieg erklären, England beanspruchen, jawohl, für Prinz Ehrenfried. Okay, wie viel hat er denn? 14.000 hat er. Wir haben aktuell nicht ganz so viel, doch 18.000 sogar. Wir bekommen halt unsere Einheiten nicht rüber, unsere Vasallen. Die bekommen wir hier, die sind hier gestrandet, die bekommen wir hier nicht rüber. Und schwimmen wollen die nicht. Der wird mir nicht nur wegen dem Intriganten Probleme bereiten, der Anspruchsersteller. Der wird mir auch so wahrscheinlich Probleme bestreiten. Es sei denn natürlich, er stirbt vorzeitig. Könnte ja durchaus sein, wenn er dann König von England ist. Das könnte durchaus sein. Aber es ist unsere einzige Alternative momentan. Ich überlege gerade, ob wir noch ein bisschen warten sollen, um unsere Truppen noch mehr aufzufüllen. Auf der anderen Seite habe ich so viel Geld, ich kaufe mir einfach lauter Söldner. Wir haben ganz viel Söldner, oder? 4.500, wir schauen mal. 2.200. Wieso denn über Irland angreifen? Meinst du, dass wir hier gleich reinlaufen sollen? 2.200. Weil eine Epidemie hier oben ist. Schleichendes Fieber. 2.200. Ich
Wir warten noch ein bisschen. Ist hier, uns fehlen hier noch 1000 Einheiten. Okay, also wir marschieren mal hier runter. Wir werden die auf alle Fälle alle dann zusammenhalten. Nicht aufteilen. Ansonsten wird es ein bisschen... wird es ein bisschen zu schwierig. Ich hoffe nur, dass er nicht wieder so starke Truppen hat, wie bei uns vorhin. Ich weiß immer noch nicht, an was das gelegen hat, dass er uns hier den Arsch versohlt hat, also als Revolte. Entweder hat England hier schon stärkere Einheiten, könnte ja durchaus sein. Aber na gut. Wir müssen mal schauen, dass wir irgendwie unseren Sohn wieder nach vorne bringen hier. Der ist an dritter Stelle momentan nur. Wir setzen mal unseren Sohn ein als Regent. So denn ich ihn hier finde. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Da ist er, der Emund. Ach, als wäre hier schon mal irgendwas schiefgegangen, Don. Jetzt, wie lange bist du denn hier jetzt schon mit dabei? Du weißt doch grundsätzlich, dass hier immer alles gut geht. So, wir warten mal ab. Hier fehlen noch knapp 300. Knapp 300. Wir machen unseren Sohn auch noch zum Marschall. Vielleicht bringt ihm das nochmal was. Wir haben jetzt zwei Loyalisten. Also jetzt wird das mit der Zentralisierung gehen. Ich bin gerade am Überlegen, ob das hier... Es hat ja keine Nachteile. Also wir können das schon machen. Vasallenlimit steigt dann auch nochmal um 5. Ah, das war's. Ah, jetzt... Ich lese den Tooltip schon wieder falsch. Im Rat ist der heidnische König von Estland. Schauen wir mal. Das war's. Das habe ich beim letzten Mal nämlich auch schon falsch gelesen. Hier ist plus 10, hier ist plus 5 nur noch. Das heißt, wir verlieren eigentlich 5 Vasallenlimit. Dafür erhalten wir eine Domäne dazu, was wir aktuell nicht brauchen. Und deswegen steht die auch immer noch bei Min. Im Rat ist der König, er hier. Nee. Wen hast du hier gesehen? Er hier ist jüdisch. Er ist Berater. Ah, okay. Er ist Berater. Mag er nicht. Ich schicke ihm mal ein bisschen Geld. 31 Gold. Ah, wird wahrscheinlich nicht reichen, oder? Ah, sehr schön. Was hat der denn für eine Ehefrau? Er ist 48. Meine Güte, 61. Oh. Heieiei. So, er ist konvertiert. Sehr gut. Also, wir haben noch ein bisschen Geld jetzt. Immer noch Minus. Weil die immer noch verstärkt werden. Wie sieht es bei dir aus? Er hat 14.000. Aber er wird auch seine Truppen jetzt auffüllen. Aber er ist schon fast am Limit jetzt. Er ist schon fast am Limit. Da kommt nicht mehr viel. 100 kommen noch. Wir müssen mit ganz viel Söldner arbeiten dann. Sobald wir Krieg erklären, werde ich gleich mal die Söldner ausheben, hier runterschicken. Damit wir hier mit geballter Kraft rüberlaufen können. König Frederik von Estland behauptet. Hm.
So, hier unten. Ah, hier fehlen auch noch 1400. Es kommen pro Monat 100 Soldaten. Das dauert viel zu lange. Das dauert mir viel zu lange. Memran hat, was ist mein 71 Jahre alter Herzog, mit einer 12-Jährigen verlobt. Was tut man nicht für gute Verbündete? Hm. So hat es halt damals funktioniert, ne? Also wir machen jetzt einfach mal einen schönen Kriegsbeginn, wenn es nicht hinhaut. Wir haben ja die Sicherung gemacht. Dann passt das auch. Dann können wir nochmal neu laden. Ich will jetzt hier nicht zu viel Zeit verlieren. Vasallen kommen noch dazu, aber die kommen halt nicht rüber. Das wird halt, denke ich mal, ein bisschen das Problem sein. Das wird ein bisschen das Problem sein, weil die alle drüben sind. So, dann 4000, also die will ich mir ehrlich gesagt jetzt nicht holen. 4500, das ist too much. Wir haben hier 15, 17, 18, 13. Die 13 sind schon mal ganz gut. Und die 9 würde ich mir auch noch holen. Dann haben wir 4000. 4000 für 20 sind das dann. Da, 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 9. Das soll erstmal reichen. Also die 9 hier. Und die 13. Und wir bringen alles hier schön runter. Und harren mal der Dinge hier. Wir führen natürlich selber die Truppen an. Ganz klarer Fall. Sagen unseren Verbündeten, die sollen eher mal auf Belagerung gehen. Damit sie sich nicht einzeln irgendwie abfrühstücken lassen. Ich weiß nicht, ob das so überhaupt von der KI funktioniert. Und dann schauen wir mal. Also hier oben ein paar Einheiten. Und wir warten erstmal hier ab. Ich will jetzt nicht mit den 8000 schon rüberlaufen. Sondern wir warten hier wirklich erstmal ab. Boah, minus 34. Aber wir müssen fast rüberlaufen. Uiuiuiui. Weil das halt doch ziemlich viel frisst. Na gut, wir haben hier relativ schnell eingenommen. 14.000 greift er vielleicht jetzt uns hier an. Oh, er kommt hier rüber, der Vollidiot. Okay, er kommt an am 16. Oktober. Ich will noch ein bisschen warten, bis er das Schlosssymbol hat. Alle hier rein. Dann brauchen wir hier natürlich die Anführer. Ja komm, wir sind auf alle Fälle in der Mitte erstmal. Gibt es keine bessere Alternative. Der Stein mit 21 Punkten auch nochmal. Und Felka. Auf geht's. Wir kommen an am 20. Oktober. Das heißt, wir verlieren ein paar Tage jetzt. Ja, wobei, einer ist schon da. Kommen nochmal 2000. So, 21 gegen 13. Und wir schauen uns mal an, was hier passiert. Wieso ist jetzt hier der Jarl drin? Habe ich hier nicht den Felka gewählt? Okay, wir gewinnen. Sehr schön. Oh, wunderbar. Das hat jetzt richtig gut getan. Die erste Streitmacht gleich mal schön besiegt. Das heißt, wir gehen gleich mal in die Verfolgung. Mit unserer Einheit hier. Und mit der zweiten nach. Und die 800 nehmen wir auch noch mit. Oh, das hat richtig gut getan jetzt.
guck an, die machen ja doch hier, die fahren ja doch mit Schiffen rum. Norwegische Flotte, die kommen ja doch mit Schiffen. Ich fass es nicht. Da sehe ich zum ersten Mal, dass die auch die Schiffe verwenden. Hier auch. 3000. Meine Güte, der wird jetzt so überrannt. Oh, ich freue mich. Ich freue mich richtig doll. Gut, wahrscheinlich sterben wir jetzt im Getümmel, aber egal. Ich versuche tief einzuatmen, aber in diesem frierenden Wetter ist es schwierig, überhaupt zu atmen. Ah, Dezember. Schaut, dort ist der Kaiser höchstpersönlich, ruft jemand. Ich drehe mich um, nur um von einem Dutzend prunkvoller Soldaten vom König Eadbert überrannt zu werden. Geht's los jetzt, ne? Ich fordere Kommandant Herzog Gaspotrak persönlich heraus. 30 Punkte. Wir haben 38 Punkte nur noch. Was hätte er langsamer, wäre seine Verstärkung ein bis zwei Tage früher da. 500 weniger Verluste. Stehe ich nicht. Meinst du langsamer hier oben in der Geschwindigkeit? Ach komm, stell dich nicht so an, Don. Ist immer so vorsichtig. Nehmt plus zwei Axt und lasst mich leben. Oh, nee. Nein, das können wir nicht machen. Wir werden einhändig schwer verletzt, das geht auch nicht. Die einzige Option bleibt wirklich das persönliche Duell mit dem Herzog hier oben. Ist auch ein Säufer. Ja, wir machen das. Wir machen das. Wir sind ein Nordmann. Ich schwinge wie wild mit meiner Waffe. Als Herzog Gosparik plötzlich vor Schmerzen aufstreit, während ich meine Waffe senke, kann ich nur auf das Chaos blicken, das ich verrichtet habe. Es scheint mir gelungen zu sein, ihn zu verletzen. Wird natürlich getötet. Werde keine Gnade zeigen. Ah, schön, schön, schön. Gut. Ah, das war richtig gut. Das war ein sehr guter Tipp, Don. Du weißt, ich lobe meine Chat-Zuschauer selten. Aber das war ein sehr guter Tipp, dass wir hier unten angegriffen haben. Auch wenn du es anders gemeint hast, dass wir hier oben eben diese Krankheiten haben. Aber das hat sich richtig gut ausgezahlt jetzt. Okay, jetzt ist so, wir werden mal hier belagern und mit unserer Armee hier weiterziehen und werden ihn hier verfolgen. Er marschiert Richtung Gauer. Solange er keine Truppen mehr hat. Die Schlacht von Gauer. Während ich über die Hügel ritt, sah ich eine Gruppe von willkürlichen Soldaten mit erhobenen Waffen auf meine Einheit zukommen. Als sie mit uns fertig sind, waren alle meine Männer tot. Ich sank auf meine Knie und fragte mich, warum ich immer noch hier bin. Persönliches Duell. 30 Punkten. Nein! Achso, er schreit, ich ergebe mich. Bürgermeister Wittrit schreit auf, er ergibt sich. Meine plus zwei Axt hoch erhoben verlangsame ich den tödlichen Schlag, der auf meinen Feind niedergehen sollte. Der Mann kraxelt zurück und stolpert fast über sich selbst. Ich werde euer Gefangener sein, verschont mein Leben, wimmert er. Puh, Glück gehabt. Die sehen jetzt schon echt badass aus, ne? Mit den Blutspritzern. Aber ich glaube fast, ich überstrapaziere mein Glück jetzt mittlerweile schon fast ein bisschen. Mit den Duellen. Irgendwann kommt einer, der macht einfach mal Hackfleisch aus uns. Was ist mit dir hier unten? Er steht einfach nur drinnen. Belagert noch. Okay. Verleumdung von Abt Üsing. Ein Duell zwischen zwei Säufern, Saufturnier. Was? Taktik war gut, nur ein Drittel in der Provinz haben, somit den Gegner in Kampf locken. Ich glaube aber, das wird so nicht funktionieren. Die KI wird natürlich auch die umliegenden Provinzen checken. Würde ich jetzt einfach mal so programmieren. Also der wird schon checken, ob da wenigstens an den angrenzenden Provinzen noch Verstärkung steht. Sonst wäre es ja richtig einfach, dass du die einfach hier reinloggst. Echt, jetzt ist die KI so blöd. Das kann doch nicht sein, oder? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Oh, ich hätte ihn fast verloren jetzt. So, ich gebe ihm natürlich jetzt hier keine Möglichkeit zur Erholung. Ich werde ihn bitterlich verfolgen. Und dann werden wir uns mit ihm hier oben, werden wir uns aufmachen. Habe ich denn die Niederlage? Ah, ja, hier oben. Unsere kleine Provinz hier.
unsere kleine Domäne, die Abtei, belagert. Na gut. Also wir werden ihn jetzt hier verfolgen und hier oben, wenn wir durchbelagert haben, das ist jetzt gleich. Wir haben den Aufstand, okay. Mit ihm werden wir jetzt direkt hier in die Hauptstadt gehen, nach Wiltshire. Wiltshire? Wiltshire. Er sah deine Truppen, da du nicht alles komplett belagert hast. Das ist doch blöd, oder? Das muss ich doch auch programmieren können. Das muss doch irgendwie... Muss die KI eigentlich das checken, dass man ihn quasi nur in den Hinterhalt lockt. So, er ist auf alle Fälle jetzt gleich mal weg mit seinen Einheiten. Da sind nochmal 1400. Die 1400 lasse ich mal erst in Ruhe. Hallo? Wir werden die anderen 1000 verfolgen. Weiß nicht, was er mit denen macht. Da oben stehen schottische Truppen einfach mal rum. Ah, die belagern hier im Gegensatz. Was belagert der denn hier? Jettburg. Das gehört doch eigentlich uns. Eigentlich gehört das uns. Wieso steht der hier drinnen und belagert das? Oder belagert... Nee, er belagert ja auch nicht zurück. Ach, der hat einen eigenen Krieg, der Lump. Ah. Die hat einen eigenen Krieg. Greift Großhäuptling Maud von Lothian an. Greift König Edbert an. Okay, also der hier. Okay. Dass die immer... selber Sachen machen müssen, oder? Die Vasallen. Ganz furchtbar. So, damit ist er schon mal weg hier. Das heißt, wir können mit unseren 7000 auch noch ein bisschen belagern. Wir sind bei... Oh, wir sind eh schon bei 95%. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich nur noch Hauptstadt eine Domäne belagern. Dann ist der... Wow, dann gehört England... Ja, dann gehört England uns. Und wahrscheinlich komme ich jetzt in Teufelsküche... Weil uns der König von England jetzt, der eingesetzte, von uns eingesetzte König, nicht mehr leiden kann. Wir schauen mal, ob sich die Meinung verbessert. Ich freue mich auf alle Fälle, dass das jetzt so schnell noch geklappt hat. Weil jetzt können wir uns quasi darauf konzentrieren, dass wir Englisch werden. Und normalerweise, wenn wir Englisch sind, müsste das Achievement triggern. Aber die Schwierigkeit ist jetzt wirklich, dass wir Englisch werden. Stell dir vor, der Anspruchsteller würde jetzt sterben. Kann er nicht, weil Pause noch. Bäm! König Erdfried, der Thronräuber. Mal gucken, wie er... Ah, er hat immer noch minus 100. Da kommen wir nicht runter. Brachte ihm einen Anspruch voran, plus 100, aber durch, den versuchten Mord minus 200, da komme ich nicht weiter. Ah, das ist natürlich saudumm jetzt. Ah, wir könnten mal probieren. Wir könnten immer. Ja, wollte ich jetzt gerade sagen, dass wir ihn jetzt töten. Oh, wie geil. Guckt euch das an. Das Einzige, was mich noch ein bisschen stört, ist der Zipfel hier vorne. Um den könnten wir uns auch noch kümmern. Oh, ich habe hier unten Truppen stehen. Wo kommen die denn her? Nun gut. Erstmal alle wieder nach Hause bringen, damit wir kein Geld verschwenden. Super geil. Echt cool jetzt, Mensch. Das freut mich tierisch. Gut, also wir schauen mal, ob da jemand mitmachen will. Und dann schauen wir uns auch noch an, ob wir irgendwo Gefangene haben. 26 Stück, jawohl. Macht hier jemand mit?
paar sind dabei, doch, ja. Ein paar gelbe sehe ich auch schon. Mal schauen, auf wie viel Prozent wir kommen. 74. Ich lade noch 2, 3 ein, damit wir auf 100 kommen.